Oh mein Gott, also Planänderung. Ich nenne den Channel jetzt auch ab heute planlos durch die Welt, weil das funktioniert nicht. So, wir wollten eigentlich nach Pleasure Island. Pleasure Island ist aber die nächsten 3, 4 Tage übelst verregnet. Das heißt, es lohnt sich nicht. Bedeutet, wir wollen weiter Richtung Norden und dann Richtung Great Barrier Reef. Aber das sind wiederum fast 1000 Kilometer. Das sind mehr als 12 Stunden Fahrt. Von daher, ja. Wir fahren jetzt einfach Richtung Norden und gucken, wo es uns hinbringt und wo wir es schaffen. Es ist eigentlich relativ früh, wir haben 7:45. Wir sind auch schon zusammengepackt, haben ein bisschen mehr Gas gegeben als die letzten Tage. Und ja, dann heißt es jetzt einfach mal so weit wie möglich in den Norden fahren. Ungefähr 20 Minuten von Fraser Island entfernt, aber da es wirklich die nächsten Tage regnen soll, fahren wir jetzt auf einen Weingut, das ich gerade über Campermate gefunden habe. Und der Toni, den habe ich gerade angerufen und erste Frage war, ob wir Wein trinken, und natürlich trinken wir Wein. Von daher fahren wir da jetzt hin, hauen uns die Nacht mit Wein voll und dann geht es morgen weiter hoch Richtung ja, Great Barrier Reef. Never keep where I'd probably be in the music, cause I would tell her I love her, and she would tell me to move it, and I'd fall. Like the ground started raising up, like the clouds start breaking up. So, Freunde, wir fahren jetzt auf die Farm von diesem einen Typen. Ich bin mal gespannt, ob wir das überleben. Denn es gibt da so einen guten Film, den solltet ihr mal angucken. Der heißt Wolf's Creek und ist ein australischer Horrorfilm. Und ich hoffe nicht, dass wir da heute aufgefressen werden. Und das kann die Bahn. So, da sind wir angekommen. Ja, da sind wir bei Toni angekommen. Wie gesagt, hier ist kein Mensch. Aber der hat gesagt, der kommt gleich vorbei mit ein paar Flaschen Wein. Und dann ja, schauen wir uns das an. Aber ist echt, ja, sieht nett aus. Da sieht man das ganze Weingut von dem. Und ja, werden wir mal sehen. Wieder süß. Abenteuer Australien, Roadtrip. So, man sieht mich auch kaum. Aber Toni ist noch nicht da. Wir haben zwar unser Zelt schon aufgebaut. Jetzt holen wir noch ein bisschen Feuerholz, denn ja, wir sind kleine Feuerteufel hier. Und ja, dann machen wir schon mal das Feuer warm. Ich habe keine Ahnung, ob wir das dürfen, aber hier ist eine Feuerstelle, die man jetzt gerade hier nicht sieht, eventuell gerade schon gesehen hat. Und dann ja, warten wir auf Toni. Auf Toni, der Butcher. Freunde, ich muss mal eben gucken. Ich muss mal eben gucken, wo ich hier langlaufen muss. Ja, wir sind bei Toni heute zu Gast, so wie ich es euch gerade schon gesagt habe. Ein super, super lieber, netter, älterer Herr, der jetzt seit ungefähr 17 Jahren hier Wein produziert. Und ja, so sieht das kleine Lokal hier aus. Und ja, wir haben schon ein, zwei Gläschen getrunken. Ich bin auch schon am Glühen. Und das Schöne ist, der hat sogar Glühwein. Und das... So, this is Toni. Tony, say hello to my friends. Hello everybody there, up there, what is Germany. Spain, Germany. Germany, yeah. So, und ja, das ist das kleine Lokal von dem hier, mitten in der Winery. Und hier hat er sogar super geil alte Schutzrüstung. It's a French one, I think. What do you think? It's a French one, or where is it from? It's Britain, I think. Oh, okay. Galvanite. Okay, aus Britannien anscheinend. Und ja, der Wein ist super gut. Wir ziehen uns jetzt alles nochmal rein. Und Glühwein, Glühwein gibt es hier auch. Wir hängen jetzt hier seit ungefähr einer Stunde. Ich habe jetzt alle Weinsorten durch, die es da gibt. Und ja. Ich bin schon am Singen. Ich bin schon völlig am Singen. Für mich reicht das aber auch heute. Also, aber der Wein ist top. Wir werden auf jeden Fall eine Flasche mitbringen. Freunde, gute Nacht. Ich wünsche euch was.
Morgen, liebe Freunde. Wir lassen den NRC jetzt hier stehen. Wir haben nämlich einen Autowechsel. Ja, wir haben nämlich einen Autowechsel vorgenommen. Und mit dem Auto wird jetzt weitergereist. Die Farbe passt ja einigermaßen, ne? Good morning. Good morning. What are you? Yeah. We're on camera. We are on camera. We're gonna make a documentary. Yeah, of course, for YouTube. Nice. Oh my God. Hey, zieht euch das mal rein. Das Lenkrad ist so groß wie beim LKW. It is. It's amazing. So da ist ein Weingut.